Moin Moin und hallo zu einer weiteren Folge von der Hof Bergmann. Und heute erstmal, wir müssen noch ein bisschen Wasser fahren. Unsere Rinder wollen ja, oder unser Milchvieh will ja auch noch ein bisschen Wasser, so dass wir dann den Vorteil haben, dass wir da durchaus vielleicht endlich Milch kriegen, dass wir die Kälber versorgen können, weil ich sag mal so, die Lebensumstände der Kälber sind nicht die besten. Und das wollen wir natürlich vermeiden, dass da irgendwas passiert. Und dafür brauchen sie das Wasser. Ich habe sonst den Rest schon alles versorgt. Sämtliche anderen Tiere, Pferde, Hühner, Schweine, Ziegen sind alle mit Wasser versorgt. Die Kühe sind jetzt der Rest. Und Lisbeth habe ich auch schon losgeschickt. Die hat bei der Tankstelle schon getankt und ist jetzt auf dem Acker neben der Tankstelle. Da ist ja noch ein Acker, der uns gehört. Da, wo die Sojabohnen draufkommen. Und da ist aktuell Lisbeth bei, dass wir den geflücht bekommen. Und ich werde jetzt zusehen, dass ich das Wasser hier reinkriege. Und dann werde ich mich mit der Scheibenegge mal auf den Weg machen und werde mal das Feld 5, was sie da jetzt geflücht hat, werde das mal kultivieren, so dass wir dann dementsprechend aussehen können. Dieses Jahr wird der Ertrag wahrscheinlich ein bisschen schlechter ausfallen, da wir ja noch nicht wirklich Gülle und Mist haben. Ich meine, ich könnte jetzt zukaufen, ich könnte jetzt losfahren und könnte das Ganze von irgendwo herholen, so dass wir auf jeden Fall einmal düngen können. Sind wir aber mal ehrlich, das ist jetzt nicht so sonderlich geschickt. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich dieses Jahr einen etwas geringeren Ernteertrag haben, sodass wir aber im nächsten Jahr durchstarten können. Mal gucken. Weiß ich noch nicht hundertprozentig. Weil den Mineraldünger oben, den benutze ich nicht. Den werde ich dem Nachbarn verkaufen, der mit Dünger arbeitet. Ich brauche keinen Mineraldünger hier. Bin ich nicht der Freund von, kommt mir nicht auf den Hof. Und deswegen müssen wir schauen. So, jetzt aber erstmal hier weiter, dass wir hier klarkommen. Und ich habe auch gehört, dass wir durchaus unsere ganzen Sachen hier, ne? Also der Horst hat wohl sehr gute Verträge mit den örtlichen, mit der Kornmühle, mit dem Schlachter, da waren wir ja ganz am Anfang. Und da können wir wohl überall unser Erzeugnis gut verkaufen, wenn wir jetzt nicht gerade das Ganze im Hofladen verkaufen. Ich meine, der Hofladen läuft. Ich habe vorhin nochmal mit Sarah gesprochen, also der Hofladen geht gut. Allerdings halt bleibt immer ein bisschen was übrig und bevor das Ganze schlecht wird, hat Horst das immer anderweitig verkauft. Das werden wir auch tun. Also wir werden immer mal wieder ein bisschen wo wegfahren und dann da dementsprechend schauen. So, jetzt erstmal hier das Wasser noch rein. So, wie habe ich hier eine Anzeige? Oh. Ja gut, das wird wohl doch noch ein bisschen länger dauern als gedacht. Gucken, bis wohin er geht. Da müssen wir wohl noch 2-3 Mal fahren, bevor wir andere Arbeiten machen können. Gut, ich hatte euch gesagt gehabt, wir machen heute noch was anderes. Dementsprechend müsste ich jetzt überlegen, ob ich schnell noch was anderes machen kann, dass ich zumindest was anderes gemacht habe. Nee, ich beeile mich schon. Also so lange dauert das Wasser hin und her fahren auch nicht. Und dann haben wir ja einen kleinen Eimer da stehen. Ich glaube, der kleine Eimer reicht, dass wir unsere Kälber füttern können. Müsste eigentlich. So. Dachluke auf. Bäh. Der ist gefahren. So, Wasser rein. Ich werde den Anhänger hier auf jeden Fall, also das ist unser Milchtransporter, 8000 Liter, das passt. Den werden wir dann immer mal wieder ein bisschen hochbringen. Vielleicht bringe ich den auch nachher schon mal weg, weil irgendwie wurde der wohl gereinigt von innen, noch bevor ich hier ankam, anscheinend. Und dann kann er gleich hoch zum Milchbetrieb. Ich gucke vorher natürlich rein, ob der wirklich gereinigt wurde. Nichts ist schlimmer, als wenn ich den jetzt hochbringe, sagt er, ist gereinigt und dann haben wir das Problem, was wir letzte Woche hatten, ne, dass die Milch zurückgerufen wird, weil irgendwelche Verunreinigungen drin sind. Das ist nicht vom Erzeuger gekommen, klar. Aber bevor wir sowas da verkaufen und unsere Milch nicht angenommen wird, vermeiden wir das, indem wir von vornherein das sauber halten. Keimfrei halten. Jetzt. Wieso möchte ich eigentlich immer hier abbiegen? Kann mir das einer erklären? Ich möchte mit dem Wasserfass nicht nach oben fahren, sondern hier unten hin. Wir werden auf jeden Fall, deswegen habe ich vorne noch den Ballenspieß dran,
Wir werden gleich nochmal gucken, dass wir den Buttermaker da oben runterholen vom Anhänger, dass ich den Ballenanhänger auch aus dem Weg kriege, weil der steht mir da dezent, also, ja gut, okay, er steht nicht voll im Weg, aber er steht nicht so günstig. Sagen wir es mal so. Der muss da quasi weg. So, ich fülle jetzt noch einmal Wasser rein und dann lasse ich es mit dem Wasser auch erstmal sein. Ich lasse den hier einfach auch mal stehen. Das ist so eine gute Idee. Guck mal, pass mal auf. Machen wir das so? Okay, in dem Falle warten wir, bis er leer ist und lassen ihn dann stehen. Ah, dann sollten die Kühe auch eigentlich genug haben. Wenn wir nochmal fahren, müsste der voll sein. Hier, seht ihr das? Die Gesundheit der Kühe ist bei 28%. Ich meine, ich habe kein Gras. Ich habe keinen Klee. Den Kälbern geht es noch besser. Wobei die keine Milch haben. Dafür Stroh. Und der Rest? Na gut, Soja, Mais. Soja pflanzen wir ja erst an. Gleiche gilt bei den Ferkeln. Die müssten sich jetzt erholen. Weil wir haben den haben wir voll gegeben. Genau wie den Hühnern. Ist auch alles voll. Und die Pferde... Die sind schon... Sind die schon im Preis gestiegen, tatsächlich? Okay. Nicht schlecht. Ranger und Twilight. Okay. Und die werden sich auch erholen. Gut, okay, dann passt das. Nee, dann bringen wir auf jeden Fall nochmal eben den Kommen. Dann machen wir das jetzt voll. Was soll das? Wenn wir da jetzt hin und her fahren... Dann lasse ich stehen, dann vergesse ich es nachher. Ich meine, ich muss heute Abend sowieso nochmal ran wahrscheinlich. Spätestens morgen früh und die ganzen Tiere nochmal füttern. Aber bis dahin möchte ich zumindest da mal mit dem Grubber los sein. Da überlege ich mir gerade, wo ist denn... Das eine Frontgewicht ist am... John Deere dran. Damit ist Lisbeth unterwegs. Und das andere... Ah, das ist am IHC, ne? Das Heckgewicht. Da muss ich ja mal sehen, dass ich das umgekoppelt kriege, weil dann können wir nämlich da schön auf den... Wie sieht denn der Boden eigentlich aus? Schön auf den Acker rauf. Ja. Weder gedüngt, noch sonst irgendwas. Okay. Wir haben zwar eine Saatmaschine, wenn ich es richtig gesehen habe, die düngen kann. Aber... Ist das nicht so gerne... Direktsaat? Egal. Wir werden auf jeden Fall beigehen und werden das vorher grubbern. Und Mineraldünger bleibt weg. Das kommt mir nicht auf den Hof. So. Guck mal hier. Fix rauf. Dürfte das jetzt reichen. Also, ich lasse das Wasser jetzt hier nach Wasser sein. Weil das müsste eigentlich, wenn ich jetzt mal... Ja, das passt. Komm. Das bisschen Grasklee kriegen wir halt noch nicht. Ist halt so ein bisschen das Dilemma, was wir haben. Wenn wir jetzt mal kurz loslaufen. Immer, wir haben ja erst angefangen, ne? Wir haben ja Frühling. Aber wenn ich jetzt mal loslaufe, wir haben ja hier die große Graswiese von Horst. Ja, die ist im Wachstum. Muss zwar auch gepflügt werden und benötigt Kalk, aber die ist halt im Wachstum. Wenn wir jetzt mal hier raufhalten. 33%. Also ich muss hier noch Minimum einen Tag warten, dass ich die mähen kann, dass ich Gras kriege. Beziehungsweise Klee. Ich könnte ja theoretisch auch den Klee ernten, nur der ist auch noch nicht so weit. Also von daher, da muss ich noch warten. So, alles drin, alles weg, gut. Wie sieht's jetzt aus? Ja. Oder? Ach komm, wir machen das jetzt voll. Wie spontan, ne? Also wie jetzt, wie organisiert das alles hier abläuft, oder? So.
So. Dann haben wir den voll. Dann können wir eigentlich schon mal, wir können... Ich fahre mal den IHC raus, denn ich brauche das Heckgewicht. Also ich koppel das mal kurz ab und dann nehme ich mir das, weil das brauche ich gleich an meinem B-Truck. Gut. So, dann ist das auch schon mal erledigt. Dann kann ich den gleich ankoppeln. Dann kann ich den nehmen. Ja, vom Stand der Sonne her wird es bald dunkel, wa? Verdammt. Ich wollte eigentlich ungern in der Nacht grubbern. Will das Ganze eigentlich noch am Tag jetzt hinter mir bringen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, gebe ich ehrlich zu, dass ich, oder dass wir jetzt für die Tierversorgung hier, dass wir da so lange unterwegs sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte tatsächlich damit gedacht, dass vielleicht zumindest ein paar der Tiere besser versorgt sind von den Helfern hier. Von den Hofhelfern. Aber ihr seht, das ist alles vom Mitarbeiterstand her alt. Und das merkst du. Die lassen einfach mit ihrer Geschwindigkeit ein bisschen nach. Sind alles feine Leute, gar keine Frage. Zumindest was man so mitgekriegt hat und mit dem man schon gesprochen hat. Aber es, du siehst ja, es funktioniert mit der Arbeit nicht. Da hängen wir hinterher, da kommt das hier nicht in Gang. Da sind dann die Tiere auf einmal kritisch. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht das Veterinäramt vor der Tür stehen haben. Was ist denn mit ihren Tieren los? Na, es ist zwar nicht mein Hof, aber ich bin dafür verantwortlich im Moment. Und da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben die nochmal einen vollen Anhänger hier Wasser. Ja, das passt. So. Nee, ich lasse den hier nicht stehen. Ich nehme den mit runter. Nee, weißt du, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn die dann bei uns stehen und die dann eine Hofprüfung machen und dann machen sie uns den Hof dicht und dann stehen wir hier mit unserem Talent. Ich meine, es sind 6 Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Der Hofladen verliert dann auch sein Ansehen. Und wir brauchen hier eigentlich dann auch nicht mehr weitermachen. Wenn wir jetzt hier einen handfesten Skandal haben, können wir unseren Hof dicht machen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen jetzt hier auch die Fahrerei und deswegen auch hier die Versorgung. So, ich lasse den hier mal stehen. So. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal das Butterfass runter. Den Buttermaker runter. Fahren den Ballenanhänger weg und gehen dann los und fangen an mit dem Bearbeiten des Feldes. So. Den schnappen wir uns mal so, das passt. Voilà. Nein. Oh Gott. So. Ja, die Frage ist, wo ich den jetzt unterstelle. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich stelle den erstmal da vorne einfach vor das Dach hin. Hermann konnte mir auch noch nicht genau sagen, wo Horst den hinhaben will. Stellen wir den erstmal hier ab. Du sollst da stehen bleiben. Du sollst nicht wieder mitkommen. So, bleibst du da mal bitte. Ich lass los. Hallo? Irgendwas ist immer, oder? Hallo? Jetzt. Ist das sein Ernst jetzt? Den lässt er nicht los. Lass los. Okay. Yes. Okay. So, okay. Weg ist er. Auch geil. Erinnert mich so ein bisschen an den einen Ballen, der auch nicht loslassen wollte, ne? Gut. Also, die koppeln wir wieder aneinander. Dann bleiben sie hier hinten stehen. Dann haben wir sie für den nächsten Einsatz schon mal leer. Thank you.
das schon. Perfekt. Gut, das haben wir. Den lassen wir hier stehen. Den brauche ich nicht mehr. Perfekt. Lassen wir den am besten hier unten. Ja, hier werden wir den als nächstes brauchen. Gut, okay, alles klar. Das erledigt. Dann springen wir mal hier in den. Holen wir das Frontgewicht und dann holen wir mal die Scheibenegge und dann geht das los. Ich sehe gerade, GPS hat er auch an Bord. Das ist gut. Dann bleibt einem, wie sagt man, erfolgreichen Grupper nichts im Weg stehen. Oder dann steht einem erfolgreichen Grupper nichts im Weg. Dann kriege ich das hin. So. Gucken wir mal, das dürfte ja eigentlich ohne Probleme hier schaffen. Das war jetzt, ja doch, das passt. So, gut, alles klar. Abfahrt auf dem Acker. Schon mal Satellitensignal suchen, dann passt das. So, das sollte dementsprechend so passen. 4 Meter, das passt. Zeigelinie an. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist gut. Das Ganze speichern wir hier noch nicht. Das machen wir später. Das können wir weg. Dann sagen wir ihm... So, A gesetzt. Dann fahren wir einmal rüber. Und dann haben wir das eingerichtet. Ich nehme vorne die Lufthutze und bleib damit in einer der Flugfurchen und hoffe, dass ich das dann relativ gerade hinbekomme. Wobei der hier schon sehr den Furchen folgt, merke ich. Na, natürlich, es geht natürlich auch noch bergab. So. Okay. Perfekt. Dementsprechend sollte er das jetzt eigentlich haben. Dann können wir nämlich den Kurs auch speichern. Dann haben wir nämlich Grubbernfeld 5 schon mal als Kurs drin. Im GPS. Jetzt gucken wir mal, dass er den nimmt. Perfekt. Läuft. Gut. Ich würde aber sagen, liebe Lieben, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.